Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es eigentlich recht schnell, weil wir müssen so schnell wie möglich probieren, die 250 Meter hinter uns zu kriegen. Und ich habe euch hier mal ein Beispiel gerade von einer einfachen Silberrunde. Das heißt, wir waren trotzdem noch sehr, sehr zögerlich. Wir haben keine direkten Sprünge nach unten genommen. Und deswegen kommen einfach eigentlich auch nur 17 Sekunden zustande. Bei dem, was allerdings uns trotzdem eine Silbermedaille bringt. Damit ihr den Stil ein bisschen mitkriegt, zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal in der extrem langsamen Variante. Also, wir probieren am Anfang bei diesem Level sehr, sehr weit nach rechts zum Springen. Das heißt, wir setzen hier an, wir würden es in einem normalen Sprung, würden wir es nicht drüber schaffen, deswegen müssen wir hier unseren Propellerleiter mitnehmen und setzen den Ansatz sehr, sehr weit nach rechts an. Probieren zum Beschleunigen, werden leider durch diese Ranke hier aufgehalten. Und müssen probieren, so weit jetzt zum Fliegen, dass wir hier bis zu den Dornen halt eben kommen. Hier möglichst schnell nach rechts. Ich habe in einer anderen Runde, habe ich es jetzt gerade eben auch nochmal probiert, da bin ich zwischendurch dann auch wieder mehr in die Mitte geflogen. Das bringt nochmal ein paar Millisekunden. Jetzt weiter nach unten. Hier ganz, ganz rechts am Rand. Eigentlich jetzt hier wieder in die Mitte reinziehen. Ich habe da nicht den richtigen Punkt gefunden, bisher, wo ich ansetzen kann. Hier am besten die Taste nach unten drücken, damit wir die Kette gleich komplett ignorieren. Da habe ich hier den Fehler leider noch gemacht, dass es nicht ging. Jetzt nach rechts ansetzen. Jetzt in die Mitte springen, weil jetzt kommt diese Ebene. Unten kommt noch mal eine Kugel, die sollten wir ignorieren. Das war total unnötig von mir. Hier die Kugel ausweichen und jetzt könnten wir eigentlich noch mal einen Beschleuniger reinhauen. Und wir stoßen unten die Linie. Ja, das war die Runde hier Rayman Legends, die heutige Daily. Ich hoffe, es bringt euch ein bisschen was und wir sehen uns morgen.